LCD-Anzeige ist in drei einfach zu bedienende Bereiche eingeteilt: den Statusbalken, den Etiketten-Editor und die Aktionsleiste. Der Statusbalken enthält eine Reihe von Anzeigen, die Etiketteninformationen, den Etikettentyp, die Feststellfunktion, den USB-Anschluss und den Ladestatus wiedergeben. Um auf den Etiketten-Editor zuzugreifen, müssen Sie zuerst eine Anwendung aus dem Startbildschirm auswählen. Der Etikettendrucker verfügt über eine Reihe von integrierten Etikettenanwendungen, die das Erstellen eines Etiketts für Ihre spezifische Aufgabe ganz einfach machen. Folgende Etikettenanwendungen sind direkt im Startbildschirm verfügbar: Quick, Allzweck, Kabelumwicklung, Fähnchen, Patchfeld, Verteilerpanel, 110-Klemmblock, Klemmleiste, vertikaler Trennschalter, horizontaler Trennschalter, Bestandsverfolgung, Materialmanagement, laminiertes Kabeletikett und Schrumpfschlauch. Ein Warnzeichen erscheint, wenn eine Etikettenanwendung und die aktuell im Etikettendrucker eingelegte Etikettenkassette nicht übereinstimmen. Beachten Sie, dass die Etikettenanwendungen, die mit der aktuellen Etikettenkassette kompatibel sind, ganz links im Startbildschirm angezeigt werden, während die Etikettenanwendungen, die nicht kompatibel sind, mit einem Warnzeichen ganz rechts im Startbildschirm zu sehen sind. Sobald Sie eine Etikettenanwendung ausgewählt haben, wird die Etiketten-Editor-Ansicht angezeigt. Jede Etikettenanwendung enthält einen maßgeschneiderten Editor für den Typ von Etikett, den Sie erstellen möchten. Mithilfe der Aktionsleiste können Sie entsprechend der jeweiligen Etikettenanwendung verschiedene Optionen auswählen. Die Tasten, die sich direkt unterhalb der Anzeige befinden, sind die sogenannten Funktionstasten. Um eine Option in der Aktionsleiste auszuwählen, drücken Sie die Funktionstaste direkt unter dieser Option. Der XTL300 wurde intuitiv gestaltet und zeigt je nach der aktuellen Aufgabe die verfügbaren Optionen in der Aktionsleiste an. So wird jeder Schritt auf dem Gerät zu einem vereinfachten Prozess. Auf die verschiedenen Etikettenanwendungen greifen Sie zu, indem Sie einfach die Home-Taste drücken und dann eine andere Etikettenanwendung auswählen.